nichts anderes erwartet. Nee, aber es war einfach so süß, wie nett die einfach waren. Hatten die einen Hundemangelbedarf oder was? Ja, alle haben den gestreichelt. Man hat sie auch gerne streicheln lassen, ne? Was für Futter? Habe ich heute einfach mal eine Stunde, anderthalb verschlafen. Aber auf so eine schöne Art und Weise. Ich habe gestern Regen zum Einschlafen gehört und habe, glaube ich, 10 Minuten später geschlafen, 5 Minuten später oder sowas. Ich habe, also auch wenn ich jetzt wahrscheinlich wie immer irgendwie kaputt aussehe, aber ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Was nicht heißt, dass ich heute länger mache oder so. Aber deswegen konnte ich jetzt heute Morgen das nicht machen, was ich mir vorgenommen habe, nämlich eine Stunde, anderthalb Stunden Tutorial und dann, je nachdem wie lange ich mit dem Tutorial brauche, eine halbe Stunde bis eine Stunde die erste Runde Kommentare. Aber auch das wird nachgeholt, weil das soll eins der grundlegenden Dinge sein, die ich jeden Morgen mache. Eine halbe bis eine Stunde Kommentare, eine halbe bis eine Stunde oder länger Tutorials. Ja. Aber jetzt sind wir wie immer auf dem Weg in die Charité. Eigentlich das, was ich euch jeden Tag sage, aber es lief super. Wir sind ein kleines bisschen zu früh gekommen, sind sofort rangekommen. Das Pflegepersonal war sehr freundlich und jetzt bin ich schon wieder auf dem Rückweg. Haben wir es ein bisschen schwindelig. Aber das kann auch der vermeintliche Schlafmangel sein. Haben wir heute nicht meine 7-8 Stunden geschlafen. Wir sind gerade am Frische Paradies, beziehungsweise ich. Mama ist im Frische Paradies, da Mama irgendwie noch so 2-3 Sachen haben will, aber vor allem auch für das Abendessen heute. Ich garantiere euch, ich bin heute weit über meinem Zuckerlevel. Also ich habe noch das von meiner Lütticher Waffel. Die ist dermaßen köstlich. Das musste heute einfach mal sein. Jetzt geht's gleich noch zurück. Dann machen wir Physio. Und dann geht's, denke ich, eine Runde mit dem Hund spazieren. Aber dadurch, dass ich heute auch ein bisschen später aufgestanden bin, muss ich mein Tutorial nachholen, oder? Ich fühle mich gerade so wohl. Bin ein bisschen schwindelig, aber das ist ja eigentlich immer so nach der Strahlentherapie. Aber ansonsten. Das war jetzt mehr eine Osteotherapie oder wie das heißt mit Physio. Hat auch ganz gut getan, aber ich merke gerade, dass. Also zum einen habe ich zu wenig geschlafen, habe Strahlentherapie bekommen und so. Und ich hatte zu viel Zucker. Ich habe es jetzt gerade mal zusammengerechnet, das sind 22 Gramm ungefähr, so an Zucker, die da drin sind. Und ich habe genau das Gefühl, was ich vorher schon mal hatte, dass so wie benebelt mit einem so ein bisschen nicht Kopfschmerzen, sondern dass man so bedeppert ist. Und das kommt hundertprozentig von dem Zucker. Und so halbwegs wusste ich ja, worauf ich mich einlasse. Und Mutti ist jetzt da und ich habe sozusagen meine Krankenschwester zu Hause. Und ich soll jetzt einfach mal kurz eine halbe Stunde die Augen zu machen und ich glaube, einschlafen fällt mir jetzt auch nicht schwer. Aber Zucker ist nicht gut.
Auch wenn es einen manchmal anregt, irgendwie so das, sowas zu machen, aber es ist halt wie jede andere Sucht auch. Und das hätte nicht sein müssen. Also ich hätte es nicht machen müssen, weil ich wollte es so machen. Und ich habe auch Spaß dran gehabt, so die ganzen Süßwaren, so Milchreis und den Quark und eine Lütticher Waffel und so. Ich habe schon überlegt, ob ich das sagen soll, aber also jetzt geht es mir so halbwegs wieder gut. Also ich fühle mich die ganze Zeit, als wäre alles normal, aber mein Körper dreht ein bisschen durch. Und jetzt, als ich eingeschlafen bin, also hat 1, 2 Minuten gedauert oder so, da ging es mir eigentlich noch super. Und dann habe ich so ein bisschen die Kontrolle über den Körper verloren, wie jemand halt, der was genommen hat und dann sich wohlfühlt, aber sein Körper nicht mehr im Griff hat. Und dabei ist eine Kleinigkeit passiert und das sind halt immer so die drei Dinger. Und das vierte ist dann, dass man, trotzdem man weiß, also ich saß sehr lange im Bad und brauche einen neuen Bettbezug. Ich glaube, das durfte reichen. Und das vierte Ding ist dann immer, dass man weitermachen will. Dass man so wie, man haut sich jetzt noch was rein. Und so habe ich gerade so einen Bock auf diese Kinder-Schokobons. Aber es ist halt so wie auch mit Alkohol und Zigaretten und allem anderen. Man sollte das in Maßen machen. Und ich habe vorhin ganz schön übertrieben. Ich bin wie in so einen Rausch geraten und habe mir das dann irgendwie reingehauen. Und das war nicht so clever. Und so. Jetzt geht es auch so langsam seit einer Stunde irgendwie so ein bisschen in den Kopf, dass ich jetzt gesagt habe, ich lege mich jetzt hier hin, weil hier habe ich schön Licht. Und dann wird heute nicht mehr großartig was passieren. Und morgen geht es mir wieder gut. Also mir geht es nicht schlecht, aber es ist irgendwie wie. Wie soll ich jetzt so sagen? Halt wie eine Droge. Na gut. Macht so Blödsinn nicht. Macht nicht denselben Fehler wie ich. Also.